Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Outlast Whistleblower. Wo wir im letzten Part, wer den denn gesehen hat, da sagte ich ja nämlich noch, dass wir hier anscheinend ja gar nicht so wirklich mit den Fettsack und mit den Dr. Wernicke keinen Kontakt bekommen werden. Aber das hat sich nun leider um Gottes nicht bestätigt. Wir haben jetzt eben nämlich schon im letzten Part mit ihm zu tun gehabt, mit dem Fettsack. Tja, und jetzt ist eigentlich das nächste Ziel, nachdem wir ihm halt noch wieder ein bisschen erstmal abschütteln konnten, ist jetzt das nächste Ziel, was uns gesetzt wurde, durch den zum Verwaltungsblock, war das, ne? Genau, Verwaltungsblock, ja, um da dann zu entkommen. Ja, und hier waren jetzt natürlich auch noch wieder welche gewesen, haben hier den Exit blockiert. Und ja, wir müssen jetzt natürlich schauen. Hier waren wir stehen geblieben. Hier geht es anscheinend weiter. Und ja, damit wünsche ich euch wieder viel Spaß hier. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben, aber naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Warte. Nein! Nein, 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 lauf! Wohin? Wohin genau? Alter, scheiße! Einfach laufen. Immer laufen, 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 komm, komm, komm. Hier ist auf, raus da. Oh. Uiu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 
Ja, hier ist das wieder ein bisschen diesig gerade. Und hier ist schon mal ein Hebel auf jeden Fall. Okay. Betätigen wir den nur einfach mal. Was? Nein. Denk mal, da wird den Leuten hier wahrscheinlich nicht so wirklich gefallen. Aber wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, da durchzukommen, oder? Ich hoffe, das ist richtig, wie ich das hier mache. Und wie ich mir das vorstelle. Weil da wird ja definitiv nicht weitergegangen, oder? Jetzt. Hä? Ist das auf Zeit oder was? Oder hat jetzt wieder irgendeiner den Strom angeschaltet? Oh, hier haben wir noch was vergessen. Kannibalenküche. Ah, da war das mit dem Typen, ne? Der mit der. Mit der Kreissäge. Der Mann isst Menschenfleisch. Ja. Das haben wir eben bekommen. Brennende Lichter. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ja. Wieder ausschalten? Was ist denn hier noch? Hier ist gar nichts, oder? Oh, eine Mappe. Guck mal. Töte uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Okay. Wer auch immer das geschrieben hat. Ey, wir müssen tatsächlich wieder runter. Und jetzt wissen wir doch ganz genau, was dann passiert, oder nicht? War das hier? Nee. Okay, bevor wir da runter gehen. Ich mach den Camp. Korda noch mal ein bisschen frisch mit der Batterie. Nee, ich bin noch hier. Nee, doch nicht, ne? Nee, hier ist richtig. Oh mein Gott, nein, Alter, jetzt. Jetzt geht er doch hier bestimmt wieder voll zur Sache, oder nicht? Und wir nehmen sogar in HD auf, sehe ich mal gerade. Der Fokus ist auf Auto. Und wo ist der Typ jetzt hier geblieben? Warum ist jetzt hier so eine Blutspur? War die vorhin auch schon? Ich weiß es nicht mehr. Okay, momentan ist noch alles ruhig. Nein! Alter! Ich habe mir schon fast gedacht. Oh Gott, Alter. Mach zu! Alter, Baby, verjagt schon wieder! Na, halt an. Jetzt kommen wir aber hier durch, oder nicht? Los, schnell, schnell, schnell! Mach auf! Und wieder zu! Und jetzt Strom an! Volle Pulle, Strom an! Wo geht das? Gar nicht? Der kommt. Der haut wieder ab. Bleibt der jetzt einfach stehen? Alter, habe ich mich gerade nass gemacht schon wieder hier fast, ey. Okay, so aber nichts weiter, ne? Nein. Alter, jetzt gehen wir wieder rein. Da war doch eben wer, oder nicht? Ach, jetzt sind wir. Ach, jetzt sind wir doch rüber. Ah, alles klar. Jetzt ist meine Frage nur, wo lang? Hier? Eher nicht. Hier ist noch ein Wachmann. Und wir wissen ja, beim Wachmann liegt meist eine Batterie, aber hier nicht. Schade. Ja, ich versuche mir jetzt wieder mit ein paar dummen Sprüchen. Oder. Oh mein Gott, lauf. Mit ein paar dummen Sprüchen.
bei Laune zu halten. Oh mein Gott, Alter. Ist das eine kranke Scheiße hier, wirklich? Dieses Spiel. Das macht einen fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, nicht wieder nach draußen. Ich will doch nicht wieder nach draußen. Warum sind wir hier die ganze Zeit immer nur draußen? Und wo? Ach. Natürlich liegt hier eine Batterie. Das war Zufall und Glück. Beidermaßen. Ich soll doch jetzt hier nicht rennen. In den Pütten. Nein, nein. Ah. Ich sehe nichts. Wo muss ich denn? Da ist eine Leiter. Komm wieder hoch. Alter, ich sehe nichts. Was war das? Was war das? Geh doch mal ein bisschen schneller. Geh hoch hier. Boah, Alter. Zum Teufel war das denn? Oder hat da jemand was reingeworfen? Ey, Alter, mach doch nicht so eine Kacke hier. Jetzt aber. Ah, jetzt aber. Ah. Okay. Ich verstehe. Alter. Ein leichter Ausweg. Ja, es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran. Oh mein Gott, Alter, ist das eine Scheiße hier, wa? Die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, keine. Nur Lügen. Aha, er hat anscheinend auch zwei Jungs. Und darum versucht er das hier eigentlich nur noch zu überleben. Und hier heil rauszukommen, um seine Söhne wiederzusehen. Finde ich sehr stark von ihm. Ich glaube nämlich, viele hätten den Mut dazu gar nicht. Aber was einen Menschen noch so antreiben kann, ne? Oh Gott, schafft er das überhaupt? Aber gerade so. Geh hoch! Alter! Leg mal bitte die Cam weg. Dadurch wird das Bild natürlich auch immer ein bisschen schlechter, wenn wir die benutzen, ne? Aber was ist denn das hier überhaupt jetzt für ein Wasserturm? Geht's hier hoch? Da ist eine Leiter. Uiu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 i. Okay. Hier. Sieht noch ganz heil aus alles. Okay, und wir kommen hier raus. Alter, wir sind jetzt schon richtig weit oben, ne? Aber ich wäre dafür, dass wir nicht springen. Hier geht's doch. Alter, da hängt einer. Alter, wie groß ist das? Da hinten ist die. Die Haupthalle, ne? Die zwei Dinger, die kennen wir doch. Die Türme, die zwei spitzen Türme, sage ich jetzt mal dazu einfach. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir laufen doch. Nee. Never. Never ever. Das schafft er doch niemals. Am besten ist, du packst die Kamera erstmal weg und dann jetzt mit Schwung. Also, pass auf, jetzt mit Schwung. Hups. Hey. Ja. Ja, haben wir. No, what? Nein, nein. Geh hoch. Nein, geh hoch. Boah, fuck, Alter. Wo sind wir denn jetzt gelandet?
Und wo hat der Typ die Cam eigentlich immer, wenn wir die wegstecken? Der hat doch nicht mal Hosentaschen. Alter, wo sind wir hier? Wo zum Teufel sind wir hier? Das geht gar nicht, Alter. Wo komme ich hier überhaupt raus wieder? Ah, warte mal. Komm wieder. Ach, hier ist ja eine Tür. Nee, die ist zu. Hä? Muss ich da. Ach, hier. Alter. Hier wird er. Ja, da geht er durch, ne? Alter, Scheiße. Müssen wir denn hier? Oh, tatsächlich. Ach, du großer Gott. Was zum Teufel geht hier ab? Bitte was? Du wirst eine hübsche Frau abgeben? Was geht hier ab, Alter? Glaskin wird uns wehtun. Er wird dir wehtun. Ach du großer Gott, ey. Was zum Teufel? Müssen wir hier lang? Ich weiß gar nicht, wo lang. Ich gehe hier einfach wahllos irgendwo hin. Okay, komm, was soll's. Ich muss jetzt nachladen. Das ist sonst diese... Auch die Geräusche von der Cam, das macht mir... Weiß nicht, das verwirrt einen auch manchmal ein bisschen. Da würden wir theoretisch durchkommen. Ob das praktisch möglich ist, wenn wir jetzt rauskriegen. Ja, tatsächlich. Was? Bräutigam? Alter! Sorry Leute, wenn ich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen ruhiger bin gerade, aber... Da ist eine Batterie. Nein, da komme ich gar nicht hin. Die hole ich mir aber. Wir müssen nochmal zurück. Die muss... Wie komme ich da hin? Sind wir denn... Von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Ging hier noch irgendwo weiter? Ach, hier rum. Und dann? Ah. Guck mal. Gut, ob sich das jetzt tatsächlich gelohnt hat. Naja, gut, okay. So schnell nimmt die Batterie jetzt doch nicht ab. Von der Cam. Also, es hat sich doch schon noch gelohnt. Aber was machen die denn hier, Alter? Bräutigam... Du wirst eine hübsche Frau abgeben? Was ist denn hier los? Irgendwie macht mir das Ganze ein bisschen Angst gerade. Warum schnauft er schon wieder so? Was ist hier los? Was ist hier los? Wer bist du denn? Oh mein Gott, Alter. Das wird ja immer krasser hier. Warum bewegt er sich? Ist der tot? Ach du großer Gott. Okay, Leute. Ich würde sagen, was mit dem Typen da vorne ist, das und noch mehr. Und was hier auch so los ist jetzt überhaupt mit dem Bräutigam, ein Geschenk für den Bräutigam und du wirst eine hübsche Frau abgeben. Das alles und noch mehr im
nächsten Part. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und sag vorerst Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.